Die duften gut. Und damit willkommen zurück zu Resident Evil, was es nicht ist, sondern Silent Hill. Ja, ich habe nochmal den alten Spielstand aus dem Nachtclub geladen, um nochmal zu gucken, ob wir was verpasst haben. Und nein, Tatsache, befinden sich überall Barrikaden oder irgendein Trödel. Ich habe noch eine Packung Munition gefunden. Ansonsten war da nichts weiter. Haben wir also doch instinktiv richtig gehandelt. Und jetzt mal schauen. Die Karte sagt, dass hier direkt nebenan ein Theater steht. Da werden wir denn jetzt vermutlich reinkommen. Cool ist denn das, ey? Achso, ist eine Toilette. Aber Außenwaschbecken finde ich irgendwie cool. Verwittern wir zwar ziemlich schnell, dann denke ich mal. Aber an sich eine coole Sache. Man muss nicht immer in diese räudigen Dinger rennen, wo immer sowieso man nur einfach stinkt. I think it came from inside the theater. Hier. Ich habe einen Zugang gefunden. Ich war erst da. Was sagt das Programm? Was ist hier so los? Old Creek Bridge. Die Eulenbachbrücke. Return. Also wir waren schon mal an der Eulenbachbrücke. Mit Cordelia Stewart und Bertram Roberts. Zurück für ein schöneres oder glücklicheres Ende. Ich hoffe, den kriegen wir irgendwie zum Laufen. Klingt spannend. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Sorry, Olli, wir sind ein bisschen auf den Sack. Boah, Popcorn. Du musst meiner Freundin was mitbringen. Meiner Frau. Frau. You didn't seem bored a minute ago. Screamed your head off, didn't you? Ich wollte sagen, das ist Eddies Stimme. You should have seen your face. I told you. It was this big rat. It jumped right at me from under the seat. You would have screamed too if you saw it. Guts, fatso. Hey. What do you have to say that for? Anyway, why are you sitting here? I thought you said the cops were after you. Nah, I don't think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops, and not these other monsters. You're weird. Yeah, that's what everyone always says. Well, I guess people call me weird too. And they yell at me. Especially when I do something bad. Did you do something bad? You know, so the cops are angry with you? I don't know. Maybe. So why don't you just say you're sorry? It always works for me. They wouldn't listen. Nobody ever listens. Jetzt starren die sich einfach nur eine weiße Leinwand an. Ich habe das mit den Cops gerade nicht richtig mitbekommen. Did you hear that too? Ah, sie ist weg. Er bleibt einfach sitzen. Eddie, was ist los? Non-existence. Und I was here. Ich werde bestimmt gleich von dem kleinen Mädchen überfallen. So, ein cooles Kino, ne? Ich mag das ja so alt. Klassisch irgendwie. Kleine Bedieninsel, kommst du rein. Das fetzt schon.
Guck mal. Ich hatte immer Angst, dass er noch mal Ecke steht. Okay, ist wieder alles zugeräumt. Ich hatte mal einer kurz bevor die Stadt verlassen wurde, extra nochmal die Mülltonnen vor die Tür geschoben. Eddie? Guckst du dir wieder Schmuddelfilme an? Versteckt sie sich zwischen den Sitzen? Gibt's schon wieder Pizza? Eddie? Oh, you're, yeah. James, we met back at the apartment building. Yeah, I remember. Ach, der frisst was, ich hab mich schon gefragt, was mit seiner Hand ist. Ist er bescheuert, Alter? I see that you didn't make it out yet. Yeah, I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. The hell? It's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. Eddie, mach mich fertig. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Wie kann man das so essen? Oh, ist das widerlich. Ist doch Eiscreme, oder? Also, war mal. Haben wir vorher abgelehnt? Also, wollt ihr mit uns mitkommen? Ich kann mich da gar nicht so dran erinnern. Ist da ein Achievement für gekickt, wenn man Eddie eine Weile lang beim Eisessen zuguckt? Da musst du aber erstmal drauf kommen, den Charakter so was machen zu lassen. Ja. Also. Ich hatte nie so die Gedanken, Eis so zu essen. Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Ist Ice Cream, ja. Hätte ja irgendeine komische Soße sein können. Es gibt ja Menschen, die. Uah. Okay. Scheiß drauf, jeder soll machen, was er will. Da war's. Laura? Ich hab dich gesehen. Konnte man da hinten noch hin? Nee. Ah, da war eine Tür. Ich muss gegen drücken. Ich muss. Spookige Vorhänge. Ich komme jetzt rauf.
Nobody here. Ich glaube, hat's gleich irgendwo. Oder hier steht so ein Mistvieh wieder. Versteckt sich. Also die mit den Beinen, die sind, die nur aus Beinen bestehen, die sind echt unheimlich. Und die sind echt gut aufgestellt zwischendurch. Hey! Warum möchte sie denn nicht mit uns reden? Mit Ellie hängt's ab. Bestimmt, weil der Eiscreme hatte. Na, Ellie sitzt noch da. Der hält die Position. Müsste schon irgendwie so ein bisschen geistesgestört sein, oder? Wenn du dann einfach hier so hinsetzt und Kinofilm kickst und ich weiß nicht. Also, er hat ja niemanden Film, verstehst du? Er sitzt ja einfach nur in diesem dunklen Zimmer und schlabbert da die Creme. Hallo? Was ist hier denn jetzt hingerannt? Oh, das geht jetzt auch auf. Ach, das ist ja hier. Jetzt sind wir. Ach, ja. Laura, stop! It's dangerous! Wo rennt sie denn hin? Ah, jetzt ist es doch offen? Stand da nicht vorher enorm viel Trödel davor? Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Frage ist jetzt gerade, wie Maria hierher gekommen ist. Weil es war ja eigentlich alles zu. Hier war ja so ein Maschendrahttor. Und Maria, es ist immer noch da. Irgendwann musst du drüber sprechen. Natürlich eine Barrikade, das macht es dann noch schwieriger. Ist. Wir hatten ja auch eine mit einer Tür ganz zum Anfang, ne? Die habe ich auch nicht angefasst. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffe, manche Sachen nicht anzufassen. Die darf ich mal kommentarlos eine Scheibe einschlagen. Oh, was ist denn hier jetzt gerade los? Ah, sind wir jetzt hier am Dings? Krankenhaus, ja. Das checken wir gleich. Dann prüfen wir lieber noch die andere Straßenseite. Bevor ich hier wieder Angst habe, was zu verpassen. Oh, guck mal. Schönes Sofa. Wie viel Schuss haben wir denn jetzt? Fast 100. Jetzt wird Zeit, dass wir dann Maschinengewehr finden, was 9mm Patronen verschießt. Na, komm schon. Es kann sein, dass es so doll ruckelt gerade, weil im Hintergrund der Computer an anderen Videos arbeitet. Das müsste aber wenn dann gleich vorbei sein.
so ein Mädchen soll jetzt im Krankenhaus hier ran sein, ja? Verstehe ich richtig. What? Baby and Kids Superstore. Ah, okay. Guck mal hier, sowas. Ist das vielleicht die Möglichkeit? Nee, es ist keine Möglichkeit. Wir denken, dass es die Tür ist. Dass man dann doch zwischen den Gebieten nochmal sich bewegen kann. Ich habe schon ewig nichts mehr vorgelesen, ja? Es fehlt mir fast ein bisschen. Find hier einfach nichts mehr. Nur noch Munition. Story ist jetzt erschöpft. Jetzt gibt es bloß noch Gewalt. Sammle Munition und töte Monster. Nee, Quatsch, alles cool. Oh. Ein Picknick-Case. Also, wenn man mal so überlegt, was der Typ sich ja, wenn er verwundet ist. James. Theoretisch als reindrücken kann. Ah! Sind wir nicht Kilometer weg vom... Ah ne, okay. Bin schon aus Versehen da wieder raufspaziert. So schnell geht das. So traurig über aus Versehen auf der Arbeit. Plötzlich ist man einfach da. Okay, wolltest du nur... Autoscheiben abchecken nach medizinischem Material. Plötzlich. Plopp. Ah, ich hab's gesehen. Ich glaube, hier haben wir soweit alles. Ah. Jetzt. Ah, ey, jetzt kommen ja diese ikonischen Krankenschwestern, ne? Von denen immer alle erzählen. Stimmt. Die kenne ich auch noch aus dem Original. Und dann ist, glaube ich, mein Silent Hill Wissen erschöpft. Krankenhäuser sind ja so schon unheimlich, selbst wenn sie beleuchtet sind, das funktioniert. Jedes Mal, wenn ich so einen Ventilator sehe, will ich den einsammeln durch Fallout, ne? Das ist ganz schlimm. Oh. Das ist nicht mehr der Pinguin, jetzt kriegen wir die Krähe. Bugshots. 100% geil. Der Krähenschnabel lässt grüßen. Ein Schuss für die Schrotflinte. Die wir noch nicht haben. Aber die ihren Bums hier im Krankenhaus entfalten wird. Is that a gun cabinet? In a hospital? Ja, wa? But it's empty. Somehow that seems worse. Ist das normal? Ja, hat man das so? Früher gehabt? Sicherheitsvorschriften für Schrotflinten. Also nicht mal eine normale Handfeuerwaffe. Kriegst du einfach mal eine Schrotflinte an der Hand. Sichere Richtung. Richten Sie Ihre Waffe in einer ungefährlichen Richtung, damit eine versehentliche Entladung keine Verletzungsgefahr darstellt. Finger weg vom Abzug. Legen Sie den Finger erst dann auf den Abzug, wenn Sie bereit sind, auf Ihr Ziel zu schießen. Waffe ungeladen lassen. Lassen Sie Ihre Waffe während der Aufbewahrung ungeladen. Laden Sie Ihre Waffe erst, wenn sie benutzen möchten. Möchten. Nicht müssen. Wenn du Bock hast halt. Ah, ganz wichtig. Aber ist egal, was
da steht, eine Waffe ist immer als geladen zu betrachten. Selbst wenn du weißt, dass sie nicht geladen sein kann. Schon gute Anweisung, wobei ich... Ist schon hart, wenn du als Ungeübter mit einer Schrotflinte schießen sollst. Where did she go? I don't know. Let's look around. Es gibt immer noch Pinguine. Was haben wir hier Feines? Boah. Da wiederholt Schlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlosskombination einprägen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Bei Problemen wenden sie sich bitte an die Oberschwester in Untersuchungszimmer 3. Remember to wash your hands. Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte in sein Büro bringen? Drei kritische Patienten. Der Wind heult. Das ist schon echt schön so. It looks like there is a key in there. Ist der Schlüsselkasten? Combination, though. We should look around. Might be written down somewhere. Düp, 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 düp. Düp, 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 düp. Hallo. James is coming. Was ist das hier? Medical Records. Medical Records, eine Plattenfirma. Antiseptikum. Oh. What we have here? Dr. Huggles and Dr. Atkinson. In the garden. Mal gucken, was die beiden hier verbrochen haben. Das werden wir sicherlich erfahren. Wir gehen einfach mal nicht davon aus, dass das gute Leute sind. Ah, und hier ist unsere Karte. Okay. Aufenthaltsraum der Ärzte. Untersuchungszimmer 1. Mann, da können wir aber was abklappern hier. First floor. Was ist das hier? Brookhaven Hospital, 1920. Guck mal, da war es noch... Da wurde eine Etage raufgebaut? Oder irre ich mich jetzt? Da, das, da war mehr drauf eben, ne? In der Cutscene. Remember. Nicht vergessen. Wenn Sie unter folgenden Symptomen leiden. Verminderter Appetit oder starker Gewichtsverlust. Schlaflosigkeit oder Hypersomnie. Verlust von Interesse oder Freude an gewohnten Aktivitäten, Gefühle von Wertlosigkeit, verminderte Denk- und Konzentrationsfähigkeit, dann kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt. Okay, Sie merken. There. Laura, wait! It's okay, we don't want to hurt you. Why would she run from us? I don't think she likes me very much. But why? Yeah. I don't know. Ich weiß irgendwie mehr. Meint was zu wissen anscheinend oder keine Ahnung. Geht's runter. Oh, will ich runter. Was ist denn mit dem Hauptflur erst noch?
schon wieder Toiletten. Hä? 21 Drinks. Maria, Maria. Umkleide Jedne, hier brauchen wir Schlüssel. So verstanden. James is coming. Und das wird hier später. Okay, ja, macht ja Sinn. Im Keller ist immer am besten. Haben wir hier nur? Eine Pinguine? Keine Pinguine. Schon Lust ein bisschen mehr auf Krähe. Schrotflinten sind ja meine große Leidenschaft im Videospielen. Falsch. Second floor. What? Wie ist sie denn hier gerade reingerannt? Wollt ihr mich verarschen? Schwung. Laura, mach die Tür auf. Shatter your life. Was? Wer ist jetzt mal ohne Flachs? Wie geht das? Warum komme ich hier nicht rein? Muss ich mir den Hasen länger anschauen? Ich habe doch kein Item, oder? Tonweise Karten. Ich habe immer noch Angelas Messer. Schwer an. Schwerer an, als es aussieht. Bibu, bibu. Bibu. Das ist ja jetzt echt komisch. Umkleide war zu. Untersuchungszimmer ist zu. Hab ich hier. Ich hab doch hier überall angefasst. Markiert er das nicht sonst? Hier hingerannt, oder ne? Ah, okay. Anscheinend nicht. Na gut, Leute, aber ihr bekommt jetzt erstmal Bettruhe. Okay. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Habt einen schönen Abend. Tschüss.